heute spielen wir Wasteland 3. Wir haben ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, zwei neue Päpste für Landsquid Bird Rider auf dem, für den Kanal, für die Kanäle, muss ich ja mittlerweile immer sagen, und auch für die Streams. Und letzte Woche, nee, stimmt gar nicht, am Dienstag haben wir schon Witcher 3 gespielt, das eine päpstliche Reihe darstellt, die ich jetzt im Stream begonnen habe, die aber dann zu einer ganz normalen Let's Play-Reihe wirklich wird, wenn die Streams quasi aufgearbeitet sind in Let's Play-Form, also geschnitten quasi. Und heute starten wir mit Wasteland 3, auch wieder in diesem Stream und ab dann auch wieder als normale Let's Play-Reihe auf dem Kanal. Wasteland 3 wird nicht so oft, also nicht täglich online gehen auf dem Kanal dann, sondern 2 bis 3 Mal die Woche, weil das nur ungefähr ein Drittel der quasi päpstlichen Sendezeit ist, die hier von Papst Abraxe für Wasteland 3 drauf geht. Aber genau, da starten wir jetzt heute mal und dann schauen wir weiter. Ich habe ja schon im letzten 24-Stunden-Stream, also in der ersten Hälfte des Streams, haben wir schon mit Wasteland 3 angefangen, aber heute starten wir natürlich trotzdem nochmal ein ganz neues Spiel. Das wollte ich euch beim letzten Mal ja nur kurz vorführen. Heute machen wir ernst. So, ich glaube, ich nehme wirklich den normalen, den Ödländer-Schwierigkeitsgrad, oder? Für Veteranen unter den Strategiespielern, die eine Herausforderung suchen. Ehrlich gesagt, mit Eigenbeschuss und so, das finde ich zwar sehr sympathisch, aber das Spiel hat eine Mechanik, die macht mich fertig. Und ich hasse die. Die muss ich vielleicht im Vorfeld kurz erklären. Habt ihr letztens mal einen Sub-Badge geschickt? Über Discord? Ich habe es mir noch nicht angesehen. Ich habe schon gesehen, dass du mir was geschickt hast, aber ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Ich werde das am Sonntag. Sonntag ist der Tag, an dem bringe ich den Kanal wieder auf Vordermann, damit auch alles wieder pünktlich released, weil da auch ganz viel schief läuft. Und da kümmere ich mich auch um solche Sachen. Da mache ich das alles. Ich hatte jetzt echt die Woche null. Keine Sekunde leider. Es ist furchtbar. Na gut, auf jeden Fall gibt es in diesem Spiel Tierbegleiter. Und grundsätzlich ist das total cool, dass man abgesehen von den Charakteren im Team, von den festen Figuren im Team, auch einen tierischen Begleiter immer mitnehmen kann. Aber das Problem ist, diese Tierbegleiter zählen nicht als echte Mitglieder. Das heißt, die haben kein eigenes Menü, kein eigenes Inventar und es ist ziemlich umständlich, die zum Beispiel zu heilen oder sowas in der Art. Und außerdem leidet das Spiel leider immer noch an ziemlich vielen Bugs. Es ist quasi ein super Spiel, ist aber echt umständlich und es ist leider voller Bugs. Und deswegen traue ich dem Spiel nicht, auf dem Ranger-Schwierigkeitsgrad zu starten, weil ich jetzt schon weiß, dass wir wegen irgendwelchen blöden Mechaniken oder Bugs im Spiel werden Leute sterben oder wir kommen nicht weiter oder sowas in der Art. Und deswegen bleibe ich bei Ödländer, auch wenn ich nicht ganz glücklich damit bin. Hey, warte mal, Benutzer definiert. Genau, wisst ihr, was ich gern hätte? Ich hätte gern den Wastelander-Schwierigkeitsgrad, aber mit Eigenbeschuss. Ja, genau, das finde ich gut. Cool, so machen wir es. Bei Eigenbeschuss finde ich was Nettes. So, das gibt ein bisschen mehr strategische Tiefe und sowas. Da muss man ein bisschen mehr planen und ein bisschen besser aufpassen. Das mag ich wirklich gerne, Friendly Fire, in so rundenbasierenden Strategiespielen. Das nehmen wir. Every monster was a man first. It's been a rough few years for the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then, the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fella calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. Sorry, Major. No way we're getting through that. 10-4, Cody.
Advance team reported an alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the Brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major. All good. Come ahead. Been a rough road lately. But that's the thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. Tja. Die Rangers. Gut, wir bauen uns jetzt natürlich unsere eigenen Charaktere zusammen. Denn immerhin sind wir cool. Ich muss mal ganz kurz noch, warte mal ganz kurz eine Sekunde. Ich muss schnell auf den Discord gehen. Ich habe nämlich die Ankündigung heute vergessen. Sadala, schon erledigt. Na gut, dann bauen wir jetzt mal unsere beiden Protagonisten. Was einem das Spiel ein bisschen dooferweise, finde ich, nicht mitteilt, weil ich hätte das gerne gewusst im Vorfeld, muss ich echt sagen. Man darf nachher noch mehr Charaktere bauen. Ich glaube sogar irgendwie so viele, wie man will. Aber ich habe es nicht ausgereizt, keine Ahnung. Aber ja, genau. Das heißt, wir bauen jetzt nur unsere ersten beiden Charaktere. Und das ist deswegen, finde ich, eine nützliche Information, weil das bedeutet, wir können diese Charaktere viel mehr spezialisieren. Das heißt, wir machen jetzt, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir machen vielleicht mal eine... Ich hätte gerne eine Nahkämpfer oder eine Nahkämpferin und vielleicht noch jemanden, der auf so Schwerwaffen spezialisiert ist. Ich glaube, das machen wir, ne? So, vielleicht nicht unbedingt Sprengstoff, sondern so Gatling und Nahkampf. Das ist super, dass ich Friendly Fire aktiviert habe, weil dann sind die beiden eine gefährliche Kombo auch für sich selbst. Also zumindest die schwere Waffenperson für die Schleich- oder Nahkampfperson. Aber gut, okay. Identifizierung. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Okay, wir brauchen einen Namen. Machen wir als erstes... Hey, jetzt muss ich mal gucken, ob es dann... Ah, es gibt zufälliger Name, gibt's auch. Aber kann ich auch das Aussehen der Figur zufällig machen? Kann ich sagen, hier, der Charakter soll komplett zufällig sein? Weil das mag ich immer ganz gern. Ah ja, das geht. So ein bisschen als Basis. Dass ich sage, okay, das ist jetzt die Ausgangssituation. Und dann schauen wir weiter. Okay, machen wir dann, wenn es soweit ist. Das ist schon echt... Ach, das ist eine Maske. Jetzt sehe ich es erst, dass das so eine Ad-Hoc-Maske ist oder so. Oder so eine Hannibal Lecter-Maske eher. Ich habe mir schon gedacht, what? Das sieht echt weird aus. Ich dachte, das ist eine Gesichtsbemalung oder irgendwie sowas. Mit Backenpiercings. Naja, hallo, finnenvollen Crusader, entriges Fichtenholz. Hallo zusammen, wie geht's euch? So, dann, jetzt brauchen wir einen Namen.
Ich würde sagen, wir machen unsere ersten beiden Charaktere. Oh ja, komm, wisst ihr was? Machen wir wieder Patreon-Namen in guter alter Tradition. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Früher war das ganz klar, dass auch Waffen in Spielen und sowas, alles, was man benennen kann, nach Patreons benannt werden. Das ist irgendwie leider komplett eingeschlafen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Landsquid und Bird Rider war mein erster Gedanke. Das wollte ich jetzt als erstes machen. Aber dann ist mir die Patreon-Idee wieder gekommen. Deswegen würde ich sagen, benennen wir die beiden nämlich nach unseren neuen Päpsten jetzt gleich mal. Wie gesagt, wir können danach noch viel mehr Charaktere bauen. Vielleicht bauen wir dann alle Patreons und VIP-Community-Mitglieder. Aber wahrscheinlich nicht. Das sind mittlerweile zu viele. Aber auf jeden Fall werden jetzt mal als kleines Dankeschön die neuen Päpste, Abraxe und Idolem hier verewigt. In dieser Let's Play-Reihe als Main Protagonists. So, habe ich es richtig geschrieben? Ja, passt. Machen wir Abraxe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, Fallen Crusader! Vielen Dank fürs Abo verschenken! Fallen Crusader hat sich ja die letzten Wochen auch als Großspender für den Kanal herausgestellt. Vielen Dank. Das hat mir wirklich auch durch schwierige Monate geholfen. Oder tut's immer noch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welche Geschlechter die beiden Patreons haben. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich werde jetzt, glaube ich, mal einen männlichen und einen weiblichen, eine weibliche Figur machen. Get ready. Let's do this shit. Damn. Shit just got real. Enemies alerted. Enemies alerted. They've spotted us. Choo-choo, here comes the pain. Okay, dann nehmen wir die Stimme und machen einen Happy Gunner aus Abraxe. Das passt super. You start... Come and get it, scumbags. Ganz genau. So, Hintergrund. Jetzt passt mal auf, da müssen wir schauen, was gibt es denn? Da gibt es nämlich ein paar ganz interessante Sachen, die auch interessante Bonis bringen. Was einer von den beiden muss schon mal, weil es einfach zu witzig ist. Ich habe mir die alle schon mal durchgelesen. Einer von beiden muss unbedingt Ziegenmörder werden. Weil die Vorgeschichte ist einfach zu gut. Niemand glaubt es dir, aber du weißt, dass du was du gesehen hast. Eine riesige blutrote Ziege mit durchgeknallten goldenen Augen, die in der Nacht glänzen, wie sie über der Leiche deiner Mutter stand. Ziegen sind nicht normal. Hör sie dir nur mal an. Du wirst jede Ziege umbringen, die du siehst, und die Monsterziege, um die Monsterziege anzulocken. Und dieses Mal wirst du bereit sein. Mäh, mäh, Motherfucker. Das ist zu gut, oder? Fallen Crusader, dankeschön fürs Auffüllen des Glases. So machen wir unseren Abraxe zum Heavy Gun Ziegenmörder. Und ich spiele den dann auch so. Ich spiele den auch so. Das ist ein bisschen Rollenspiel. Ein Hass auf Ziegen, weil er schwört drauf, dass eine blutrote Riesenziege seine Mutter getötet hat. Das finde ich toll. Okay. Aussehen. Also, ich mache jetzt mal nochmal zufällig. Wow, das hat schon mal was. Gesicht weiß ich gar nicht, sieht man ja ehrlich gesagt in diesem Spiel hier sowieso nicht. Insofern ist es eigentlich fast egal. Und es gibt auch gar nicht so viel Auswahl. Vielleicht lasse ich das Gesicht und so einfach zufällig, aber die Haare, die kann man ja... Wie sieht jemand aus, der sich auf schwere Waffen spezialisiert hat und Rache den Ziegen geschworen hat? Das ist die Frage, die ich mir jetzt hier stelle. Hä? Ach so, da kommt man dann zur Haarfarbe runter. Ja, nein. Es ist einfach alles ein bisschen... Die Menüführung auf Konsole zumindest ist einfach leider ein bisschen umständlich. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir Haare ausgesucht habe, ist wirklich blöd. Ich kann nämlich... Die werden mir nicht angezeigt in der Vorschau. Ich muss die auswählen und dann kann ich aber nur noch die Farbe wählen. Ah, ich kann nach oben lenken. Okay, dann ist es nicht ganz so umständlich, aber trotzdem ist der Editor einfach nicht perfekt.
Das ist keine schlechte Ziegenmörder-Frisur, finde ich. Ich mache einfach nochmal. Kann ich auch... Ah, da werden nur die Haare zufällig. Ah, das ist gut. Das machen wir. Das hat was. Mit der Maske zusammen haben die Haare was. Dass ich mich als Ziege verkleide, dann habe ich aber Angst. Breiter Körper mit vielen Narben im Gesicht, rote Farben und Augen. Okay, die Frisur wird mir so oft vorgeschlagen, die nehmen wir jetzt, glaube ich mal. Bart. Zufall. Was? Sind da gerade... Hä? Achso, ne. Irgendwie sehe ich keinen Bart. Das ist schon komisch. Vielleicht mit der Maske. Das kann sein, dass wegen der Maske einfach dem Helm der Bart nicht gezeigt wird. Okay, das sind jetzt Sachen, die sind schon ein bisschen wichtiger. Aber ich frage mich gerade, wenn ich im Spiel was ausrüste, wird das eh überschrieben, wie die aussehen, glaube ich, ne? Insofern ist auch das relativ wurscht, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich bin aber echt... Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, nicht hundertprozentig sicher, wie das funktioniert mit der Ausrüstung in dem Spiel und dem Aussehen. Das werden wir rausfinden. Doch, machen wir eine crazy Maske, muss schon sein in Verbindung mit den Haaren, finde ich. Damit die Haare voll zur Geltung kommen, brauchen wir eine coole Maske, die aber eben nicht die Haare überdeckt. Oh, das ist nicht schlecht. Das hat was. Sieht ein bisschen aus wie Cliff aus Doom Patrol. Ich glaube, das nehmen wir. So, Jacke. Zufällig. Ehrlich gesagt sehen die meisten dieser Jacken. Das geht aber hier. Das sieht so kalt aus. Dafür, dass wir hier quasi in einem postapokalyptischen Eisgebiet sind. Ich will nicht wissen, wie kalt es ist. Das sieht nicht warm genug aus. Aber wer weiß, wie das innen gefüttert ist, ne? Aber schon allein, dass die Hälse immer so frei liegen. Aber das ist wieder damit viele Animationen, ne, weil sonst die Köpfe immer so in den Krägen und Schals einfach untergehen, versinken. Da gibt es viel Clipping-Fehler. Das ist meistens nicht schön in Videospielen, wenn das nicht sehr aufwendig gestaltet ist. So, das ist eine gute abgedrehte Ziegenmörder-Rüstung. Schön auch, dass man die Beine überhaupt nicht sieht. Kann ich da irgendwie rauszoomen oder so? Ich glaube nicht. Na dann egal. Ich meine, rein logisch betrachtet sollten die alle ziemlich weiß, bläuliches Camouflage anhaben. Aber das ist ja immer noch ein Videospiel. Da kann man auch mal knallrot gekleidet sein. Wie die Ziege, nach der wir jagen. Ah, das kann ich verstehen. Es gibt so Tage, da ist man einfach matsch nach der Arbeit. Man kann auch übrigens kompakte Leute bauen. Ich weiß nicht, ob das ähnlich wie auch in den alten Fallout-Teilen eine Mutation ist. Dass es quasi wirklich so super duper winzige Menschen gibt. Weil die sind schon sehr, sehr winzig. Selbst für, ne... Kompakt. Und dann kann man die nochmal in riesig, also kompakt und riesig oder kompakt und sehr klein machen. So ein Nahkämpfer. So ein winziger Nahkämpfer. Okay. Ich mache jetzt einen riesigen, nicht kompakten, ziegenjagenden, abgedrehten Heavy-Gun-Kerl, der hinten steht und mit seiner Gatling alles wegmäht. Zumindest in meinem Kopf ist das jetzt so. Mal schauen, ob wir das im Spiel auch so hinkriegen. Lieber dick oder muskulös? Machen wir dick. Weil dick ist... Obwohl, da wären die Schultern leider ein bisschen schmäler. Ich hätte gern beides. Einfach Masse ohne Ende. Na, dann machen wir halt muskulös. Und dann so ein kleiner, kompakter Kerl oder Frau vielleicht in dem Fall dann, damit wir beide
Ja, genau, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die dann aber nur aus Muskeln besteht und super schnell ist und einfach mit ihren Nahkampfmoves, bam, alle zerbratzt. Das wird ein tolles Duo, glaube ich. Die Porträts in dem Spiel, die sind ein bisschen doof, weil ehrlich gesagt, so einen Clown wie den hier kann man nicht mal bauen, glaube ich. Und alle anderen Gesichter passen. Die Gesichter sind an sich ganz cool und schön retro, das gefällt mir. Passen aber nicht zu dem, was man im Editor bauen kann, ehrlich gesagt. Zumindest zum Teil. Die Maske, die wir haben, passt auch nicht wirklich. Aber dann nehmen wir einfach das da. So. Oder? Warum nicht? Sehr schön. Vielleicht hat es ja einen Vorteil, wenn man klein ist, um sich zu verstecken. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie die Trefferwahrscheinlichkeit in dem Spiel berechnet wird. Das wäre natürlich nett, ne? Wenn es so wäre wie in Dark Souls zum Beispiel, dass lange Arme mehr Reichweite haben. Oder war das Dragon's Dogma? Naja, aber dass große Charaktere halt mehr Trefferzonen bieten, aber dafür mehr Reichweite im Nahkampf haben. Und bei kleinen Charakteren ist es andersrum. Das fände ich nett. Naja, da haben wir schon mal unseren Abraxe, den Ziegenmörder. Sehr gut. Startwaffe, jetzt passt auf Sturmgewehr. Langweilig. Maschinenpistole, viel zu langsam. Halbautomatische Pistole, nein. Pumpgun, ich mag Pumpguns eigentlich ganz gerne als Videospielwaffe. Aber in dem Fall nicht. Scharfschützengewehr, Klingenwaffe, stumpfe Waffe, Schlagwaffe. Ja, perfekt. Guckt, die schwere Waffe, schweres Maschinengewehr. Das so, das in die Richtung, das ist gut. Das nehmen wir. Attribute. So, jetzt wird's spannend. Wir haben Koordination, Glück, Achtsamkeit, Stärke, Geschwindigkeit, Intelligenz, Charisma. Und da, ich habe zwar Wasteland 3 relativ lange gespielt und auch mehrmals angefangen, aber da bin ich mir nie so ganz sicher, was genau welche Auswirkungen hat oder wie wichtig das alles ist. Ich würde sagen, wir brauchen, glaube ich, wahrscheinlich schon Stärke, oder? Gegenstände, Ausrüstung, die zwei Stärke. Genau, im Endeffekt brauchen wir ein bisschen mehr Stärke, damit wir die schweren Waffen dann auch wirklich benutzen können. Das ist, glaube ich, schon mal was relativ Wichtiges. Da schaue ich mal ein bisschen hoch. Ich kann das schon wieder jederzeit verändern, oder? Ja, genau. Schauen wir das ruhig mal ein bisschen höher und schauen mal. Koordination. Körperlicher Zustand. Selbstkontrolle, Gesundheit. Das bringt maximale Aktionspunkte und Aktionspunkte. Aktionspunkte, wenn ich in den Retro-Fallouts was gelernt habe, dass man eigentlich die Aktionspunkte immer auf 10 haben sollte, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber in dem Fall müssten wir dann sehr viele andere Werte sehr runterschrauben. Aber gucken wir mal, ob wir Glück nicht vielleicht runterschrauben können. Glücksaktion, Treffer. Genau, Glück beeinflusst im Grunde alles ein bisschen. Aber ich glaube, da machen wir hier unseren Heavy Gun Protagonisten hier nicht zur Glücksfee des Teams. Beeinflusst natürlich schon auch kritische Trefferwerte und sowas. Es gibt sogar kritische Megatreffer. Das wusste ich gar nicht. Aber gut. Machen wir vielleicht mal wenig Glück. Trefferchance. Trefferchance sollten wir nicht so runterschrauben. Kampfgeschwindigkeit. Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen Aktionspunkt und Kampfgeschwindigkeit? Körperliche Schnelligkeit und Reaktionszeit. Als erster angreifen. Ach so, okay. Das ist, okay, nicht ganz so wichtig, finde ich. Das mache ich vielleicht mal auf 1 sogar. Gibt Ausweichen, das ist eh ein Heavy Gunner, die sind traditionell langsam, ne? Ist eh ganz klar, aus Videospiellogik heraus so schon allein. Der ist auch nicht schnell und so, das passt schon. Intelligenz. Intelligenz brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht viel für diesen Charakter. Kritische Chance, kritischer Schaden. Das ist immer ein bisschen blöd. Das war mir schon früher immer ein bisschen unangenehm, wenn ich dann meine Charaktere nach Patreons oder Zuschauern benenne oder sowas. Und dann mache ich die halt irgendwie total blöd und mache irgendwie Witze über die im Kampf, wenn sie wieder was Dummes tun. Fühle ich mich immer schlecht dabei. Vielleicht habe ich deswegen aufgehört, das so oft zu machen, weil ich immer Angst habe, dass das Leute persönlich nehmen oder dass ich Gefühle verletze dadurch. Aber das ist eine
Der Name ist nur zufällig. Das ist nicht unser Papst Abraxe, den ich hier abbilden will. Der Name ist eher so ein Tribute. Aber das ist ein vollkommen anderer Charakter, den wir hier bauen. Aber ich glaube wirklich, die Intelligenz stellen wir auf 1. Kritische Chance, kritischer Schaden, Chance auf kritische Heilung, kritischer Heilungsbonus. Plus 1 Fertigkeitspunkt pro 2 Intelligenz. Naja, dann haben wir nicht viel Fertigkeitspunkte zum Start, ne? Ich glaube, sehr intelligente Charaktere würden eventuell hinten raus wahrscheinlich sehr mächtig werden. Wie ja schon bei Fallout. Einen Doom Eternal Key hast du noch. Also wir haben ja auf dem Discord diesen Key-Bereich. Da kann man auch gerne Keys, die man einfach nicht mehr braucht, die man verschenken will, reinschreiben, wenn man will. Wie wäre es mit einem eisblauen zweiten Charakter? Meinst du jetzt im Kontrast zu unserem knallroten hier? Ja, vielleicht. Das wäre vielleicht ganz cool. Feuer und Eis. Das mit dem Verteilen der Stats erinnert mich sehr an Scum. Da fühlt man sich am Fallout 1 so... Ja, total. Das ist auch. Ich meine, Wasteland 1 ist ja der direkte Vorgänger von Fallout 1 damals. Und während sich halt jetzt bei Bethesda die Fallout-Reihe sehr verändert hat, ist halt die Wasteland-Reihe immer noch dieser Fallout-Formel im Grunde treu geblieben. Wenn man so will, ist ja Wasteland 3 das inoffizielle Fallout 4 eigentlich mittlerweile. Wenn man rechnet, dass Wasteland 2 dann Fallout 3 gewesen wäre. Also das traditionelle Fallout 4, das wir hier spielen, wenn man so will. So, und was haben wir hier noch? Charisma. Ich bin mir immer nicht ganz sicher mit diesem Charisma-Wert bei so einem Spiel, wo man mehrere Gruppenmitglieder hat, ob dann egal wer redet, immer quasi der höchste Wert in Dialogen quasi, ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder ob man sich wirklich den charismatischen Charakter raussuchen muss. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das in dem Fall überhaupt so viel Auswirkung hat. Charisma stellt deine Willenskraft und deine Persönlichkeit dar. Ein charismatischer Ranger kann Schlagfertigkeiten häufiger entfesseln, schneller lernen und sich anpassen. Also wie ein effektiver Anführer sein. Naja, ich mache jetzt Charisma auf 0, weil unser Heavy Gunner braucht keinen Charisma-Wert. Was der, glaube ich, braucht, ist Koordination und Stärke. Und fertig. Und ein bisschen Achtsamkeit, damit er auch ab und zu mal was trifft, schadet auch nicht, oder? Vielleicht nehme ich ihm ein bisschen Koordination weg. Aber wie gesagt, wenn das wirklich mit den Oldschool-Fallout-Teilen vergleichbar ist, ist das eigentlich der Wert, den man gerne auf 10 hätte. Aber gut, und geben ihm ein bisschen mehr Achtsamkeit, damit er auch noch was trifft. Und dann lassen wir das jetzt erstmal so, würde ich sagen, und gehen mal weiter zu den Fertigkeiten. Denn hier gibt es auch nochmal einiges, was wir uns anschauen müssen. Also Kampffertigkeiten, hier brauchen wir wahrscheinlich Schwerwaffen, oder? Oder automatische Waffen. Zu was fällt denn jetzt hier meine Heavy? Sind das hier nur Sprengwaffen? Mach dich effektiver mit schweren Maschinengewehren. Ja genau, Flammenwerfer und anderen übergroßen Waffen. Empfohlenes Attribut, Aufmerksamkeit, Koordination, Stärke. Schwere MG-Trefferchance und Flammenwerfer-Trefferchance. Hier haben wir Sturmgewehr und Maschinenpistole. Das ist für unseren anderen Charakter. Da müssen wir uns noch entscheiden, ob der andere Charakter Handgemenge wird, also wirklich Boxen quasi, oder Nahkampfwaffen. Und wenn Nahkampfwaffen, müssen wir uns noch zwischen Stumpfen und Klingenwaffen entscheiden. Wobei das Attribut hier zumindest, oder die Fähigkeit hier, zumindest beides abdeckt. Na gut. Fänd's cool, wenn der zweite sowas wie ein Sniper wird. Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich will jetzt erstmal mit einem Nahkämpfer anfangen. Wie gesagt, danach dürfen wir noch mehr bauen, dann ist definitiv ein Sniper mit dabei, weil in solchen Spielen erfahrungsgemäß Sniper eigentlich immer die mächtigsten sind. Ich glaube, wenn man ein komplettes Team nur aus Snipern macht, spielt man das Spiel einfach im Very Easy Mode. Aber da bin ich mir nicht sicher. Im alten Fallout wäre es so, wenn es da mehr Charaktere geben würde als einen. Na gut, genau, dann brauchen wir hier jetzt auf jeden Fall mal schwere
Waffen. Wir dürfen uns jetzt, momentan dürfen wir eh nur 3 Punkte verteilen. Ich hätte sehr gern einen Tierflüsterer im Team, damit das Zähmen von Tieren leichter wird. Das brauchen wir definitiv. Ein verrückter Wissenschaftler ist auch sehr nützlich, aber das wird, glaube ich, ein später gebauter Charakter. Den spezialisieren wir voll auf verrückter Wissenschaftler. Weil was einem das der Editor hier nicht sagt, was vielleicht eine wichtige Information ist, ist, dass es neben all diesen Waffen hier, den normalen Waffen, auch die verrückte Wissenschaftler-Waffen gibt. Und die sind natürlich die besten im Spiel. Da brauchen wir mindestens einen Charakter, der das gut macht. Ja, ich bin auch eher für Klingen. Also, gut, was haben wir jetzt hier dann noch? Hinterhältiger Scheiß. Gehört da auch Schlösserknacken dazu? Macht es leichter, Alarmanlagen auszuschalten, nicht entdeckt zu werden, versteckte Objekte zu entdecken und aufmerksame Gegner zu attackieren. Ich glaube nicht, dass Schlösserknacken da dazugehört. Nee, Schlösserknacken ist hier nochmal extra. Ich finde, Schlösserknacken könnte ruhig auch unter hinterhältiger Scheiß fallen. Aber ist auch eine schöne Fähigkeit, oder? Hinterhältiger Scheiß als Zusammenfassung. Sehr schön. Na gut, das lassen wir jetzt mal. Tierflüsterer. Doch, ich hätte gerne einen guten Tierflüsterer. Vielleicht machen wir ihn zum Tierflüsterer. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Ansonsten Rüstungsmodifikationen, ja, Schlösserknacken, schon wichtig, aber vielleicht jetzt nicht. Nerdkram, auch echt wichtig. Mechanik braucht man theoretisch auch. Überleben, naja, weiß ich nicht. Toaster-Reparatur, sehr wichtig. Ist ein Running Gag in der Wasteland-Reihe. Das Reparieren von Toastern ist eine Fähigkeit, die sollte man im postapokalyptischen Wasteland-Universum nicht vernachlässigen. Das kann sehr gute Effekte haben, wenn man ein begabter Toaster-Reparateur ist oder ein versierter. Aber weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier machen. Waffen modifizieren. Ist auch nett. So, und dann haben wir noch die Sozialfähigkeiten. Tauschhandel, harter Hund. Ja, harter Hund und Arschkriecher ist natürlich auch sehr wichtig, weil das neue Dialogoptionen freischaltet. Oh, es gibt so viel. Und wir dürfen am Anfang nur 3 Sachen nehmen. Ist voll gemein. Ich mache jetzt bei ihm mal einen Punkt auf Tierflüsterer und einen Punkt auf harter Hund, würde ich sagen. Damit wir wenigstens schon mal ein bisschen bessere oder andere Dialogoptionen wählen dürfen, damit wir immerhin schon Major Tomcat eventuell zähmen dürfen. Ich hoffe, eins reicht da, dass er aber auch ein bisschen mit seinen schweren Waffen umgehen kann besser. So, und dann gibt es noch die schöne Mechanik der Macke. Einige Ranger haben mehr Macken als andere. Macken sind völlig optional. Durch die Auswahl einer Macke erhält der Ranger einen starken Bonus und eine Einschränkung, wodurch sich sein Spielstil erheblich ändert. Die Charaktererstellung ist die einzige Möglichkeit, um eine Macke zuzuweisen. Und sobald du dies getan hast, bleibt sie bestehen. Wähle weise. Genau, hier dürfen wir uns jetzt eben Macken aussuchen. Das heißt immer Bonis, die aber auch von Malis begleitet werden. Und hier gibt es natürlich auch ziemlich witzige und interessante Sachen. Und ich glaube, jeder kriegt eine Macke, oder? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Hä? Ist das jetzt... Ah ja, okay, wird nicht mehr angezeigt. Tollpatsch! Leute ziehen gern über rohe Stärke und die kluge Anwendung von Kraft her. Euch gefällt es, diese Leute zu zerquetschen, bis einer ihrer Knochen bricht. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Kritischer Trefferschuss, weniger Nahkampfschaden ist jetzt für den Charakter natürlich ungeeignet. Aber gut. Das Spiel gibt es jetzt in Wasteland 3. Gibt es das? Ich überlege gerade, ob es das sogar auch für die Switch gibt. Aber das ist schon für sehr viele oder für mehrere mittlerweile entschieden. Ich schau mal schnell. Ne, wann nicht im Stream. Da haben wir Zeit, sowas nachzusehen. Wasteland 3.
Ah ja, für PlayStation 4 und Xbox One gibt es das außerdem auch noch. Außerdem Linux und macOS. Genau. Sudala, machen wir weiter. Also Sandsack. Niederlagen sind nur Teil des Lebens. Wichtig ist, dass man danach die Kurve kriegt und einfach wieder aufsteht. Mehr Panzerung, dafür weniger Kampfgeschwindigkeit. Bin ich jetzt auch kein Fan davon. Jetzt wartet mal kurz, ich schau mal ganz kurz durch, was überhaupt in Frage kommt. Ah, das ist natürlich nett. Dann kann der Charakter keine Panzerung tragen. Dafür hat er mehr Aktionspunkte. Das ist natürlich cool. Keine Rüstung tragen dürfte aber vor allem im Endgame dann schon irgendwie ein bisschen krass sein, kann ich mir vorstellen, oder? Sollte vielleicht eher so ein Sniper oder so jemand machen, der weiter hinten im Kampf geschehen ist? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie verstehen es nicht. Da draußen gibt es eine Kugel mit deinem Namen drauf. Und wenn sie auf dich zukommt, wird es egal sein, was für Ausrüstung du trägst. Bis dahin tust du gut daran, dich schnell zu bewegen und auszuweichen. Naja. Prepper. Kann keine Fähigkeitsbücher lesen. Dafür haben wir bessere Statuseffektresistenzen. Du bist hier, weil deine Familie den Medien nicht vertraut hat. Sie waren vorbereitet und du wirst nicht im Stich gelassen. Sie nicht im Stich lassen. Ja, ich verstehe. Man ist der Nachfahre von einer Prepper-Familie. Ist quasi mit Paranoia aufgewachsen. Letztendlich hat man doch Paranoia auch überlebt. Das ist natürlich ein bisschen witzig. In der postapokalyptischen Welt macht das durchaus Sinn. Du hast deinen Überlebensrucksack gepackt und liest keine dieser Lügenbücher. Deswegen kriegen wir keine Fähigkeitspunkte durch Bücher. Das ist natürlich ein bisschen... Aber gut, können dann andere lesen, ne? Kann einer im Team, kann ruhig Prepper sein, theoretisch. Aber Statuseffektresistenz ist jetzt auch nicht das Allergeilste, was man dafür kriegen kann. Einsamer Wolf. Führung bietet dir keine Vorteile. Das weiß ich jetzt nicht genau. Na, schauen wir mal. Medizinisches Wunder. Kann im Kampf nicht wiederbelebt werden. Oh, das ist, glaube ich, ganz schlecht. Das will ich nicht. Dafür 5 mehr Konstitution pro Level. Naja, ich glaube, das ist gefährlich. Schleichdauer? Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich jemanden machen, der richtig schleicht. Und vielleicht wäre das ganz cool. +1 Bonusfähigkeitspunkte nach 2 Levelaufstiegen. Dafür weniger Konstitution und weniger Konstitution pro Level. Der Streber. Ja, das ist wieder so jemand, der sich extrem spezialisieren kann, aber nichts aushält. Grundsätzlich, glaube ich, wäre es ziemlich gut, einen Streber im Team zu haben. Aber vielleicht nicht jetzt gleich am Anfang. Vielleicht hinten raus dann. Beim Graben findest du gelegentlich wertvolle Goldnuggets. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. 15% Chance, ich meine, von Sprengstoff. Was? Das ist auch gut, finde ich. Feuerschaden und Explosionsschaden ist erhöht. Aber immer, wenn man Sprengstoff benutzt, hat man eine 15%ige Chance, sich selber in Brand zu stecken dabei. Das finde ich gut. Oh Gott. Oh, das finde ich gut. Die meisten Menschen in Colorado schätzen ein warmes Feuer, aber bei dir nimmt das Ganze andere Ausmaße an. Du bist regelrecht besessen von Feuer und Sprengstoff. Und manchmal geht das nach hinten los. Das finde ich irgendwie schön. Sadomasochist. Mehr Nahkampfschaden, mehr Fernkampfschaden, aber man erleidet auch mehr Schaden. Ich verstehe, man macht ein Drittel mehr Schaden, man kriegt ein Drittel mehr Schaden und findet's geil. Okay. Massenmörder. Erhalte jedes Mal 3 AP, wenn du im Kampf jemanden tötest. Ah, ach so, nur einmal pro Zug. Weil ich habe mir gerade gedacht, damit könnte man einen verdammt mächtigen Charakter machen, wenn man den einfach auf massiven Schaden... Der kann dann vielleicht nur einmal pro Zug angreifen, aber wenn er trifft, bam. Aber dafür, wenn er als Massenmörder jemanden tötet, kann er nochmal angreifen und dann vielleicht nochmal und dann vielleicht nochmal. Aber einmal pro Kampf, dafür insgesamt 1 Aktionspunkt weniger... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist schon hart.
Beginn den Kampf die ersten zwei Züge lang mit plus 2 AP. Nach den ersten zwei Zügen verlierst du 6 Züge lang. Achso, 1 AP und 15% Treffergenauigkeit. Ach ja, ich weiß nicht. Wenn ein Verbündeter im Kampf K.O. geht, verfällst du in Berserkerwut. Und erhältst einen Zug lang plus 100% kritische Chance und 3 AP. Ja, nett. Der Ödland-Vagabund. Resistenzen gegen alles. Und du verursachst 50% Schaden, wenn du betrunken bist. Aber dafür ansonsten 20% weniger. Müsste man darauf achten, dass der immer mit Alkohol versorgt wird. Ach ja, für unseren Heavy-Kerl kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weiß ich jetzt gar nicht, wollte ich sagen, was wir da jetzt machen. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist der Hammer. Das ist perfekt für unseren... Ich meine, hier Prepper, der keine Bücher lesen kann, weil er ihn nicht traut, weil das alles Lügen sind, aber dafür kriegt er Status-Resistenz-Effekt. Das ist schon cool, glaube ich. Das ist okay. Ich glaube, das nehmen wir, oder? Dann kann halt hier Abraxe keine Bücher lesen. Dafür ist er 35% resistenter gegen alles. Das ist jetzt nicht der größte, die größte Macke, aber kann man nehmen. Alk und Sprengstoff. Man kann leider immer nur eine Macke nehmen. Ansonsten wäre das eine witzige Kombination. Ein alkoholischer Pyromane, der super Bomben baut, aber sich manchmal halt leider auch ein bisschen selber in die Luft sprengt. Das wäre natürlich schon witzig. Ja, Sprengstoff würde ich vielleicht auch wirklich einem Charakter geben, aber nicht dem hier. Weil ich glaube, ich möchte wirklich einen Charakter dann auch auf Sprengstoff spezialisieren, weil das ist nochmal was anderes wie schwere Waffen. Und dann ist der eher der Sprengstoffexperte. So. Zweite Figur wird benannt nach unserem zweiten aktuellen... Ich wollte schon Weltraumpapst sagen. Wie komme ich denn darauf? Ich meine natürlich Patreon-Papst Idolem. Ich weiß leider nicht mal, wie man den richtig ausspricht. Oder sie. Oder wie auch immer. Ich weiß gar nichts über Idolem. Bin aber nichtsdestotrotz genauso dankbar für den Support auf Patreon. So, machen wir weiblich. Hören wir uns mal die weiblichen Stimmen an. Ich meine, theoretisch könnten wir auch eine männliche nehmen, aber... Here they come. Yep. Oh, are we going? Oh, damn, shit just got real. Enemies alerted. Uh-oh. They have us at a disadvantage. Come and get it, scumbags. We can handle this. Here they come. Oh, are we... Damn, shit just... Enemies alerted. Uh-oh. Come and get it. Shoot. You started it. Shoot. Ich bin mir nicht sicher. Die Stimme, die ich gern hätte, finde ich nicht. Die gibt es leider nicht. Weil was ich wirklich gern gehabt hätte, wäre, im Grunde stelle ich mir den Charakter so ein bisschen vor, wie so einen, wie diese kleinen waffenschwingenden Gegner aus Borderlands. Diese kleinen Axtzwerge quasi, die laut schreiend auf einen zulaufen und einem dann mit ihrer Nahkampfwaffe zerhacken wollen. Diese kleinen Freak-Mutanten. So ungefähr wäre der Charakter angelegt. Aber das ist hier nicht wirklich dabei. Am ehesten wahrscheinlich hier unser Joker, oder? Damn! Na, meinetwegen. Machen wir das. Kann die mutig und auch verrückt sein? Was meinst du jetzt? So, ich mach mal wieder zufälliges Aussehen. Okay. Vielleicht schauen wir mal. Vielleicht lasse ich das mal so. Jetzt würde ich gern die Statur gleich mal auf kompakt und sehr klein anpassen. Ich meine, schön wäre natürlich auch, wenn man Klischees immer so ein bisschen bricht. Das finde ich auch immer nicht schlecht, wenn man so einen sehr gebildeten Nahkämpfer macht.
Aber dann habe ich gleich wieder das nächste Klischee im Kopf. So ein Kampfmönch oder sowas. Ich meine, sie soll ja jetzt nicht wirklich so ein super Stealth-Schleichcharakter sein, sondern wirklich eher so ein brachialer Brawler. Die Mütze ist irgendwie lustig. Die Waschbärmütze. Ein brachialer Brawler-Helm. Das hat schon auch was brachial-brawliges, oder? Finde ich irgendwie. Das ist, glaube ich, auch gut. Gut für einen brachialen Brawler. Das hat natürlich sowas von Bane, der auch ein ziemlich brachialer Brawler ist. Ah, das ist schon nicht schlecht hier, ne? Vielleicht ergeben sich dann gute Dialoge wie bei Fallout 4 beim Partnerwechsel. Oder sind die vorgegeben? Also man kann sich eben, wie gesagt, mehrere Charaktere selber bauen. Es gibt aber auch viele Story-Charaktere. Ich glaube, es ist in der Regel dann immer so, dass man 4 selbstgebaute und 2 Story-Charaktere im Team hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und die selbstgebauten haben natürlich nicht wirklich großartig Dialoge. Also ich meine jetzt abgesehen von denen, die ich auswähle in den Gesprächen. Aber die Story-Charaktere, die haben schon ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Dialoge eben und so weiter. Das schon. Na, Kampfjacke. Ja, das finde ich ganz gut, glaube ich. Gut gepanzert. So muss das sein. Die Hose entscheide ich jetzt einfach vom Bild aus. Die Rüstungsfarbe machen wir wirklich hellblau. Das finde ich ganz cool, glaube ich. So ein bisschen hellblau im Kontrast zu dem blutroten anderen. Jetzt muss ich aber ganz kurz den Körperbau größer machen. Genau, weil die Hose, habe ich mir schon gedacht, in Verbindung mit der Rüstung ist ein bisschen komisch. Aber warte mal, gehört dieser dicke Gürtel zur Rüstung? Aha, interessant. Das gehört zur Jacke. Trotzdem glaube ich, dass das eine ganz gute Jacke für unseren Charakter ist. So viele Jacken gibt es auch gar nicht. Aber ich glaube, dass das auch relativ egal ist, weil wie gesagt, wenn wir uns dann was anderes anziehen, wird sich das Aussehen auch verändern unserer Figuren. Insofern. Auch die Maske gibt es nicht wirklich als Porträt, aber nehmen wir einfach die hier. Das kommt schon ungefähr hin. Ach so, Quatsch. Jetzt muss ich die Statur natürlich nochmal anpassen. Oh yeah, sind sie nicht ein tolles Startpaar? Abraxe und Idolem. Ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. Kannst du dann ganz ohne Haare dazu machen? Also ich meine, jetzt mit dem Helm hat sie quasi... Aber das stimmt, wenn sie jetzt eine andere Maske oder einen anderen Helm im Spiel findet, der besser ist. Keine Ahnung. Dann hat sie ihren Iro von vorher. Den fand ich eh cool. So, dann spezialisieren wir uns jetzt wirklich auf Klingenwaffen. Dein bester Freund im Ödland ist eine fein geschliffene Klinge. Klingen sind perfekt für Nahkämpfer, die gerne ganz nah dran sind. Sie schlagen oft zu und richten bei Feinden mit leichter Panzerung hohen Schaden an. Sehr gut. So, ich glaube, auch hier bräuchten wir eigentlich sehr viel Koordination. Wir brauchen eigentlich nicht so viel Glück, glaube ich. Achtsamkeit, vielleicht schon auch wichtig. Stärke. Ah ja, jetzt wartet mal ganz kurz. Das wollte ich nämlich vorher noch nachschauen. Weil hier bei unserer Fertigkeit, bei unserer schwere Waffenfertigkeit stand dabei irgendwo, genau, empfohlene Attribute. Aufmerksamkeit, Koordination und Stärke. Ja, das sind auch die drei, auf die ich mich schon spezialisiert habe, vorsinnflutlich. Ein bisschen wenig Achtsamkeit, werde mich ärgern, dass der dauernd daneben schießt, aber passt schon. Deswegen nehme ich jetzt hier gleich mal schnell die Nahkampffähigkeit. Was wird denn hier empfohlen? Stärke, Koordination, Geschwindigkeit. Ja, gut. Wundert mich nicht. Koordination, Stärke
und Geschwindigkeit. Dann mache ich jetzt auch hier mal die Intelligenz und das Charisma erstmal recht niedrig. Und theoretisch auch das Glück, ne? Ich spezialisiere jetzt den Shit out auf diesen Charakteren. Achso, ne, Geschwindigkeit brauchen wir noch. Aber Achtsamkeit ist doch bestimmt auch nicht schlecht. Ich meine, wenn sie mit ihren Messerangriffen nicht trifft, ist es ja irgendwie auch doof. Insofern machen wir das jetzt so. Okay, okay. Gut. Okay, dann haben wir eh schon einen Punkt in Nahkampf. Tierflüsterer haben wir schon. Verrückter Wissenschaftler brauchen wir nicht. Ich weiß halt nicht, ob man Nahkämpfer nicht grundsätzlich mit Schleichen kombinieren sollte. Mache ich aber jetzt bei der wirklich nicht. Deswegen brauchten wir aber vielleicht mehr Panzerung. Aber modden kann ja immer noch ein anderer. Theoretisch kann man auch jemanden bauen, der voll auf Crafting spezialisiert ist. Aber vielleicht mache ich sie dann mal ein bisschen zur Schlösserknacken-Person. Ich würde halt eigentlich gern Schlösserknacken, Nerdkram, Mechanik und theoretisch auch Toaster referieren in einer Person vereinen. Das heißt, eigentlich müsste ich einen Charakter bauen, der für sowas da ist und im Kampf nicht wirklich viel machen kann. Wäre mir am liebsten, wenn man da einen hätte, der wirklich so drauf spezialisiert ist. Und sie würde ich schon ganz gern, wenn schon, zu der richtigen Supernahkämpferin machen. Erste Hilfe ist natürlich auch nicht schlecht. Schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Da bin ich mir nicht sicher, was ich hier machen soll. Vielleicht. Okay. Dann machen wir eben Schlösser knacken und Toaster reparieren. Und jemand anderes nimmt dann Nerdkram und Mechanik. Und ist dann eher eben fürs Reparieren und so weiter verantwortlich und Hacken. Wobei Mechanik und Toaster reparieren wird auch gut zusammenpassen. Trotzdem. Das ist, ehrlich gesagt, hat das in erster Linie den Hintergrund, dass ich mir besser merken kann, wer gleich nochmal was kann. Aber gut, machen wir es so. Wir kriegen ja eh noch genug Fertigkeitspunkte und können das noch ausbauen und umbauen. So, bei den Macken. Jetzt passt auf. Nahkampfschadenbonus, dafür weniger kritische Trefferchance. Hm. Ich meine, kritische Treffer sind schon gut, ne? Aber müsste man jetzt nachrechnen, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit sein müsste, dass dann im Durchschnitt mehr Schaden gemacht wird. Aber ich glaube, wir nehmen das einfach. Tollpatschig. Tollpatsch ist hier, glaube ich, nicht eigentlich der beste Begriff. Ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung liegt, aber eigentlich, genau. Ich finde die Beschreibung lustig. Leute ziehen gern über rohe Stärke und die kluge Anwendung von Kraft her. Euch gefällt es, diese Leute zu zerquetschen. Nicht gut. Na gut, machen wir. Starten wir mit den beiden hier. Warum nicht? Los geht's, oder? Wir haben an alles gedacht. Okay.